Christian Hausberger, 1:1 in Homburg. Ja, jetzt haben wir zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Wie hast du dir die denn gesehen, die zwei Halbzeiten hier in Homburg? Ja, ich würde gerne echt sagen, dass ich mich freue über den Punkt auswärts in Homburg. Aber zurzeit muss ich sagen, dass es sich eher so ein bisschen enttäuschend anfühlt, weil wir eine richtig gute erste Halbzeit gespielt haben. Vor allem die ersten 30 Minuten. Wir hatten alles im Griff, haben uns Chancen erspielt, haben es Homburg richtig schwer gemacht, eigene Chancen zu kreieren. Und irgendwie haben wir zur Halbzeit, finde ich, nicht mehr so klar gespielt nach vorne und zu einfach natürlich das Gegentor zugelassen. Nichtsdestotrotz ist es ein Punkt in Homburg. Ich hoffe, dass wir das in ein, zwei Tagen dann auch so sehen. Gegen auch eine gute Mannschaft, die auch ein Wörtchen hier oben mitreden will. Und ja, wie gesagt, wäre mehr drin gewesen. Jetzt kommen wir mal zur ersten Halbzeit, weil die war ja richtig gut, du hast es ja auch gesagt. Das Tor von dir war ja so ähnlich wie in Essling schon fast, so mit durchgesteckt und reingemacht. Kannst du noch zu deinem Tor noch ein bisschen was erzählen? Ja, in Essling habe ich mich eingeschossen und dann die gleiche Aktion. Ich glaube, ja. Kiefer steckt den Ball richtig gut durch, hat davor schon mal eine Chance, das war ein bisschen ärgerlich. Den fällt, glaube ich, Kalla noch mal vor die Füße, wo wir schon in Führung gehen konnten. Freut mich natürlich persönlich sehr, aber ich wäre gerne mit einem Dreier nach Hause gefahren, weil wir, wie gesagt, wir hatten es eigentlich im Griff und haben einfach zweite Halbzeit nicht mehr so klar nach vorne gespielt, hätten es uns selber einfacher machen können. Und kriegen so einfach ja, das Gegentor. Und dann mit der roten Karte wird es natürlich am Ende sogar noch eklig. Muss sogar noch vielleicht ein bisschen zufrieden sein. Wir haben natürlich am Ende noch mal ein paar Konter oder ja, ein paar gute Ansätze gehabt. Aber ja, nichtsdestotrotz nehmen wir den Punkt mit. Genau, also dann doch eher gewonnener Punkt als zwei verlorene. Den kann uns keiner mehr nehmen. Wie gesagt, heute sind wir alle ein bisschen enttäuscht. Aber ich denke, morgen geht's weiter und dann geht der Blick nach vorne aufs nächste Spiel. Also gut, dann blicken wir mit dir nach vorne. Nächstes Samstag haben wir dann ein Heimspiel. Dann könnt ihr den Dreier wieder reinholen, den ihr heute vielleicht einen Ticken habt liegen lassen. Bis dahin eine gute Trainingswoche. Wünsche euch alles Gute und dann gute Heimfahrt. Und dann sehen wir uns nächsten Samstag wieder. Vielen Dank, dass du nach dem Spiel noch kurz da warst. Ebenfalls. Dankeschön. Vielen Dank. Blaue, ne? Auf die Blaue. Ciao, ciao. Marc Stein, der Sportdirektor der Kickers, ist bei uns. Marc, 1:1 in Homburg. Ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene Punkte? Ja, man kann es so oder so sehen. Ich denke, wir haben ein Spiel mitgestaltet. Gerade bis zur 60., 70. Minute haben wir einen sehr, sehr guten Auftritt geliefert, haben viele gute Entscheidungen getroffen und haben uns, denke ich mal, auch mit der Führung belohnt. Konnten das dann nachher nicht ganz ins Ziel retten, sind ein bisschen unsauber geworden, haben einfach auch ein paar Fehler zu viel gemacht. Haben den Gegner wieder selber auch ein Stück weit ins Spiel zurückgeholt mit ein paar schlechten Entscheidungen, nennen wir es mal so ein Stück weit. Die rote Karte ist natürlich bitter, Elfmetersituation ist bitter, hat aber verschossen auch. So ist es auch schon beschrieben. Wir haben dann in der zweiten Hälfte nicht mehr so die Überzeugung in die Box vorne reinbekommen, so die klaren Abschlüsse. Die Möglichkeiten waren da vorher. Das, was wir uns dann auch ankreiden können, ist, dass wir das ruhiger zu Ende spielen mit ein bisschen mehr Ballbesitz, ein bisschen dominanter, daran arbeiten wir. Es war aber ein sehr, 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 sehr gutes Spiel von unserer Seite. Wir wissen, dass hier eine Mannschaft auf dem Platz steht, die viel Qualität hat, auch wenn sie es letzte Woche gegen Trier nicht zeigen konnte. Wir haben es ein Stück weit 60 Minuten sehr, sehr gut gemacht. An die anderen 30 Minuten werden wir noch daran arbeiten, dass wir es dann über 90 hinbekommen. Und haben uns aber trotzdem mit einem Punkt belohnt, wenn auch nachher am Ende hart erkämpft mit der roten Karte und einem Mann weniger. Da haben wir schon bewiesen, dass wir das jetzt mit einem Mann weniger gut können. Und wir nehmen das Positive mit, dass wir hier auch nach dem letzten Spieltag, den wir hier hatten, sehr gut aufgetreten sind. Das haben nicht irgendwie wirken lassen, sondern gleich mutig waren, unsere Situation gesucht haben und uns auch belohnt haben mit 1:0. Und denke ich mal, da schon einen ganzen Schritt nach vorne gemacht haben, gerade mit Ball. Und ja, das nehmen wir mit, das Positive. Dass wir leichte Fehler zum Tor machen, ja okay, akzeptieren wir. Wir wissen auch, dass wir Fehler machen und werden das aufarbeiten, die Sachen ansprechen, die wir besser machen können und das Gute mitnehmen und noch besser zu machen. Danke, Marc. Gerne. Auf die Blaue. Auf die Blaue. 2120 Zuschauer waren heute hier im Ballstadion. Bei mir nun die beiden Trainer, zu meiner linken Gäste, Trainer Marco Wildesen, herzlich willkommen. Und zu meiner rechten, unser Trainer Dennis Schwarz. Herr Wildesen, Ihr Statement zum Spiel heute. Ja, hallo zusammen. Am Ende müssen wir uns sicherlich glücklich schätzen, dass wir hier mit einem Punkt rausgehen, weil wir relativ lange in Unterzahl gespielt haben, weil der Gegner auch einen Elfmeter vergibt. Und trotzdem muss ich sagen, es ist natürlich extrem unnötig, dass wir hier zwei Punkte liegen lassen, weil wir in vielen Phasen ein gutes Spiel machen, ordentliche Ballpassagen hatten, ein 1:0 machen, dann auch viele Situationen
an der Box haben vom Gegner, wo wir einfach das 2-0 machen können. Das machen wir nicht. Und dann häufen sich so die kleinen Fehler, die uns dann so ein bisschen unruhiger machen und uns dann auch nicht mehr so sauber verteidigen lassen. Wir lassen Gegner in zu viele Umschaltmomente. Wir haben dann natürlich vor allem bei den entscheidenden Situationen Elfmeter, Gegentor, rote Karte einfach nicht gut verteidigt. Das muss man knallhart so sagen. Deshalb nochmal am Ende ein Punkt, über den wir froh sein können, aber trotzdem unnötig. Und das zeigt, dass wir schon einige Dinge ganz ordentlich machen, aber noch viel verbessern müssen. Und deshalb munter putzen, Punkt mitnehmen, weiterarbeiten und dann nächste Woche 3 einfahren. Vielen Dank, Andy, dein Statement zum Spiel heute. Ja, Marco, ich sehe das eigentlich ähnlich. Ich finde auch, die erste Halbzeit war dir einfach überlegen, anders kann man es nicht sagen, ohne jetzt vielleicht die ganz klaren Dinger gehabt zu haben. Ich glaube, vom 0-1 haben wir auch eine sehr, sehr gefährliche Situation vor dem Tor, aber insgesamt war es mir einfach in der ersten Halbzeit zu wenig. Ich habe der Mannschaft oder einen Großteil der Mannschaft von Trier einfach jetzt nochmal die Chance geben, diese Niederlage am Anfang auszubügeln. Und dafür war mir dann das alles ein bisschen zu verhalten. Ich weiß auch, dass die Kickers einen sehr, sehr aggressiven Spielstil haben, der es einem unglaublich schwer macht, in Ruhe zu kommen, vor allem am Ball. Deshalb auch die sehr, sehr vielen langen Bälle in der ersten Halbzeit. Und in der Phase, wo wir da so ein bisschen taumeln, kriegen wir das 1-0. Und dementsprechend musste man dann in der Halbzeit auch reagieren. Erstmal personell und dann auch taktisch ein bisschen. Und ich glaube, die Jungs, die reingekommen sind, haben das hervorragend gemacht. Und David Hummel oder Jakob Kollmann, ja, die haben sehr, sehr für Betrieb gesorgt. Und dann war einfach so ein kleiner Brustlöser in der Mannschaft. Ich kann das auch noch nicht erklären, warum das nicht von Anfang an so ist. Und da in dieser Phase, glaube ich, ja, haben wir dann einfach so gespielt, wie ich es mir gewünscht hätte. Und dann kommt es halt, im Augenblick ist es so, dass es dann, dass wir den Elfmeter verschießen, aber das ist im Fußball gehört dazu. Und dann waren wir, glaube ich, einfach diesen Dreier näher heute, aber ich glaube, so ganz haben wir dann auch nicht verdient, weil es einfach dann in der ersten Halbzeit zu wenig war. Und so gehe ich da absolut mit, dass es für beide Mannschaften jetzt, nehmen wir den Punkt mit, wir putzen uns auch den Mund ab, Marco, und dann geht es in die neue Woche und dann wollen wir ja, dort in den ersten Dreier. Also wir haben 0 und 1 Punkt und dann ist jetzt das Ziel, diesen ersten Dreier einzufahren. Danke. Vielen Dank. Gibt es seitens der Presse Fragen an die beiden Trainer? Herr Fried. Ja, will das entspielt, dass der letzte Spieltag hier, als die Kicker, die Meisterschaft gespielt haben, überhaupt eine Rolle in der Vorbereitung? Weil hier wurde gesagt, oh, die sind besonders heiß, die wollen ja unbedingt gewinnen, spielt das für sie überhaupt eine Rolle? Sie waren ja nicht beteiligt. Erstmal, hallo, Herr Fried, haben uns lange nicht gesehen. Freue mich, Sie zu sehen und freue mich über Ihre Frage. Keine Ahnung, ich habe mein letztes Spiel hier, glaube ich, gewonnen. Von dem her bin ich mit einem sehr guten Gefühl hierher gefahren heute. Ich weiß natürlich, was hier letztes Jahr am zweitletzten Spieltag, glaube ich, passiert ist. In meinem Kopf war es nicht. Ja, inwieweit es noch in den Köpfen der Spieler drin war, weiß ich nicht. Wir haben uns auf die Aufgabe heute konzentriert. Wir wussten, dass Homburg über einen guten Kader verfügt, der natürlich jetzt, aber natürlich auch eine Mannschaft, die jetzt angenockt ist nach dem 4-1 im ersten Spiel. Wir wollten heute ein gutes Spiel machen und wollten den Dreier holen. Darauf haben wir uns konzentriert, wollten viele Dinge umsetzen, die uns halt nur teilweise dann geglückt sind. Das war das, über das wir gesprochen haben. Deshalb, ich weiß gar nicht, was da war am zweitletzten Spieltag. Gibt es weitere Fragen? Letzter Spieltag was? Der letzte. Entschuldigung. Der letzte Spieltag, das ist richtig. Gibt es weitere Fragen, Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann, liebe Gäste, nochmals vielen Dank für den Besuch heute. Unseren Gästen gute Heimfahrt, viel Erfolg für die nächsten Aufgaben. Und für uns geht es am Sonntag weiter mit der zweiten Mannschaft von Mainz 05. Auf Wiedersehen.